Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Mechatronik Talk von der MOTEC 2010 hier von der neuen Messe in Stuttgart. Bei uns geht es heute ums Thema, wie wir die Besten wurden, Wege zum Erfolg. Und hier am Stand begrüße ich Jürgen Schmid. Er ist Industriedesigner, hat ein eigenes Unternehmen, Designtech, in Ammerbach bei Tübingen. Herzlich willkommen. Und den Wolfgang Weiß, er ist Prokurist und Gesellschafter von Lauer und Weiß in Fellbach, also Ingenieurdienstleister für die Industrie. Herr Schmid, was für Produkte designen Sie? Also wir sitzen ja in Ammerbuch bei Tübingen, haben da ein Bürohaus mit insgesamt 10 Mitarbeitern und haben uns seit einigen Jahren spezialisiert auf das technische Produkte, im Besonderen Komponenten, Maschinen, Anlagen, also diese ganz harten Industriegüter, wo wir Design entwickeln für Unternehmen, die ganz nach oben wollen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, Design bei einem Sportwagen oder bei anderen Dingen, die ich so auf dem Konsumgütermarkt kaufe, das kann ich mir relativ gut vorstellen, wie der Herangehensweise ist. Was ist wichtig beim Design für Industrieanlagen? Also auch die müssen Spaß machen. Also wenn ich in einem Auto sitze und ich habe Spaß, weil es toll aussieht und weil die Innenausstattung super ist und weil ich gut drin sitzen kann und die Bedienung super funktioniert, so sitzt eben auch der oder steht der Maschinenbediener vor dieser Maschine. Der muss Spaß haben, der muss morgens gern zur Arbeit gehen, muss sich identifizieren können mit seiner Maschine, muss sagen können, ist eine super Maschine, macht Spaß, mit der zu arbeiten, funktioniert gut. Ich mag meine Maschine, ich mag meinen Arbeitsplatz. Und dann haben wir natürlich noch eine andere Komponente im Maschinendesign, das ist die unternehmerische Seite. Also eine Maschine sollte ja auch immer die Identität des Unternehmens weitertragen, sollte als Markenträger existieren und auch wirken, sollte sich vom Wettbewerb differenzieren, sollte in die Linie passen. Also so rein die visuelle Komponente, was für eine Positionierung das Unternehmen auch im Markt hat. Dass die Anlage auch dem Unternehmer Spaß macht, nicht nur dem Mitarbeiter genau. Sozusagen. Ja. Alle sollen sich freuen und natürlich auch der Designer. Für wen arbeiten Sie da? Also was sind so Ihre Kunden? Sind das eher große Unternehmen oder eher kleine? Das sind ganz kleine. Also unser kleinster Kunde hat 3 Mitarbeiter und da machen wir ganz kleine Anlagen und in kleinen Stückzahlen. Und unser größter Kunde ist die Firma Rittal, die machen 2 Milliarden Umsatz und da dazwischen drin spielt sich das Feld ab. Wir arbeiten für amerikanische Unternehmen, genauso wie für asiatische Unternehmen im Maschinenbereich und sind da sicher weltweit führend im Maschinendesignbereich. War das von Anfang an so Ihr Ziel, sowas zu machen oder wollten Sie ursprünglich was ganz anderes designen? Also ich habe begonnen und habe Kaffeemaschinen gemacht, also auch schon Maschinen, aber eben die Kaffeemaschinen für den Haushalt und da kam ich relativ schnell auf die Idee, zu sagen, ist es jetzt wirklich sinnvoll, die 732. Kaffeemaschine zu designen oder gibt es andere nützlichere Tätigkeiten für einen Designer? Und als technisch interessierter Mensch bin ich dann sehr schnell auf Maschinen gestoßen und habe bereits nach 2 Jahren meiner Selbstständigkeit 1985 die erste Maschine designt und habe dann auch gleich einen Weltmarktführer, die Firma HOMAG, als Kunde bekommen, die heute knapp 1 Milliarde Umsatz machen und für die haben wir damals schon Design gemacht. War das Glück oder Zufall? Oder? Der Inhaber hat mich, glaube ich, ganz gut leiten können und hat mir einiges zugetraut, trotz meinen ersten Fehlern, die ich da gemacht habe. Die haben Fehler gemacht. Ja, doch. Die braucht man aber, glaube ich, auch, oder? Um weiterzukommen im Leben. Genau, also meine Philosophie ist, aus Fehlern zu lernen, aber auch aus Erfolgen zu lernen. Und den haben Sie inzwischen, den Erfolg, weltweit. Den haben wir, ja. Was würden Sie sagen beim Verständnis, beim Bewusstsein für dieses Design? Gibt es da Unterschiede in der Mentalität, in der Kultur? Also ist es in Deutschland anders als in China beispielsweise? Ja, also die Asiaten, die wollen hauptsächlich unser Design haben, weil wir Kenntnisse haben vom Weltmarkt. Die wollen internationales Design haben und die europäischen Maschinenbauer, die haben ganz andere Ziele, für die ist es eben wichtig, ein Corporate Design zu haben, eine Identität zu schaffen, die Ergonomie zu verbessern. Das ist für die Asiaten auch wichtig, aber der Hauptgrund, weshalb sie sich mit uns in Verbindung setzen, kommt eben aus dem Aspekt heraus, wir wollen im Weltmarkt eine Rolle spielen und brauchen da eben auch Design. Also für mich hochinteressant, dass eben die Asiaten auch in dem Bereich schon ganz oben mitspielen und sich die Besten suchen.
Gibt es da dann auch Probleme mit diesem Klauen von Ideen, mit der Produktpiraterie? Also hatten wir bisher überhaupt noch keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, wir haben also ausgezeichnete Kontakte und ausgezeichnete Beziehungen zu unseren asiatischen Kunden. Dass ich denke, da gibt es keine Unterschiede. Machen Sie sich auch keine Sorgen? Mache ich mir auch keine Sorgen. Ich denke, ja, sowas kann passieren. Kommen wir von Asien zurück nach Fellbach zum Herrn Weiß. Herr Weiß, was machen Sie genau in Ihrem Ingenieurbüro? Für wen arbeiten Sie? Wir arbeiten hauptsächlich für die Automobilindustrie. Das heißt, sind die ortsansässigen Automobilbauer natürlich. Unser Schwerpunkt sind Motoren und Nutzfahrzeuge. Daher kommen wir eigentlich. Herr Lau und ich haben uns vor 10 Jahren selbstständig gemacht, mit damals 5 Mitarbeitern. Wir sind inzwischen deutlich über 100 Mitarbeiter. Und auf dem Weg dahin haben wir erkannt, dass wir uns spezialisieren müssen und haben, das gehört auch zu unseren Leitsätzen, uns ein spezielles Ziel gesetzt, nämlich die virtuelle Produktentwicklung. Dazu gehört, dass wir in der Konstruktion und in der Berechnung sowie in der Strömungssimulation, was 3 verschiedene Bausteine unseres Unternehmens sind, sehr eng zusammenarbeiten und hier in speziellen Modulentwicklungen zum Beispiel, wo diese 3 Bausteine nötig sind, hier einen Vorteil schaffen können, den unsere Endkunden nicht haben. Dass wir einfach hier effizienter sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel jetzt Kühlermodule oder Abgasmodule, also für Nutzfahrzeuge oder Pkw. Welche Rolle spielen da Innovationen? Innovationen spielen hier eine sehr große Rolle. Es ist so, Innovation bedeutet ja hauptsächlich, dass man etwas anders macht, als es bisher gemacht worden ist und nicht rein, weil es Selbstzweck ist, sondern weil man dadurch Vorteile hat. Und hier ist es oft besser, einen außenstehenden Entwickler zu haben, als so etwas intern in einem Unternehmen machen zu lassen. Einfach durch mehr Impulse, durch Leute, die über den Tellerrand rausblicken können. Und hier hat man einfach Vorteile, die wir dem Kunden natürlich bieten können. Dieser Begriff Innovation, das ist ja immer so, man verbindet da immer was ganz Großes, aber ich glaube, Es geht gar nicht darum, immer die ganz großen Neuerungen zu finden. Und Innovation kann ja ganz vieles sein, oder? Richtig, Innovation kann sehr vielfältig sein. Das ist richtig, was Sie sagen. Innovation wird oft als was ganz Tolles, Großartiges verkauft. Das kann es sein, aber es fängt im ganz Kleinen an. Das können auch ganz einfache methodische Verbesserungen sein an Prozessen, die in der Entwicklung ablaufen, die einem zu einem Vorteil führen. Das kann ein einfacher Kosten- oder Zeitvorteil sein. Das kann sich aber auch in einem Vorteil, der sich nachher an höherer Qualität bemerkbar macht, sich durchsetzen. Wie gehen Sie daran an Neuerungen, an neue Ideen? Ist das, ich denke, es wird oft beschrieben, die Idee kam mir morgens beim Duschen, kam mir während dem Schlafen, wie auch immer. Aber Ich denke, es gibt auch einen standardisierten Weg dahin, oder? Also ich weiß nicht, wie gehen Sie daran? Einen wirklich standardisierten Weg gibt es bei uns nicht. Das sind wirklich Zufälle. Man kann natürlich dem Zufall ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man einfach sich viel unterhält mit anderen Ingenieuren, die vielleicht aus dem Nachbarteam etwas anderes entwickeln, um halt möglichst viele Einflüsse zu kriegen, möglichst viele Meinungen zu einem Problem zu hören. Man hat dadurch schon die Möglichkeit, hier ein bisschen Einfluss zu üben. Ansonsten weiß ich nicht, ob es vielleicht in Ihrem Bereich da größere Runden bei sowas gibt. Oder Herr Schmid? Ja, also wir haben das sehr standardisiert, wenn man das mal etwas für einen kreativen, negativen Begriff verwenden will. Also wir haben da Methoden entwickelt. Es gibt ja Kreativtechniken wir haben ein Denkteam gegründet vor über 15 Jahren und haben da natürlich auch bestimmte Prozesse festgelegt, wo wir sagen, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, da kommen gute Resultate raus. So setzen wir ein Denkteam zusammen, also beispielsweise, wenn wir sehr breite Ideen suchen, die sehr weit weg sind, dann haben wir ein heterogenes Team mit unterschiedlichen Fachleuten. Wenn wir sagen, wir wollen ein ganz spezielles Thema haben, dann suchen wir eher die Experten, die sich zusammensetzen. Die werden dann extern auch moderiert und mit speziellen Methoden, dann werden die Ideen aus den Köpfen gelockt. Wie lange dauert sowas, so ein Denkanstoß? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen maximal 4 Stunden auf so ein Thema konzentrieren können. Deshalb dauern unsere Einheiten, Denkteam-Einheiten, 4 Stunden. Das fängt dann an mit, jeder stellt sich vor, weil die Leute kennen sich ja oft nicht. Dann gibt es die erste Lockerungsübung, so dass die Gehirnstrukturen mal etwas öffnen. Und dann geht es schon richtig los, dass die Leute intensiv nach Ideen suchen, nach bestimmten Methoden. Und wenn dann mal so ein paar 100 Ideen an der Wand hängen, dann findet die Bewertung statt und eine erste Auswahl.
Und dann werden die Ideen dann anschließend von uns visualisiert, strukturiert und entsprechend vorgestellt zur Entscheidung. Herr Weiß, wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Sind das eher Aufgaben, die Ihnen gestellt werden, die Sie lösen müssen? Oder müssen Sie gleich neue Dinge erfinden? Ja, es ist beides der Fall. Ein Teil unserer Aufgaben setzt sich sicherlich aus Auftragsentwicklung zusammen, wo wir eine konkrete Aufgabe haben, wo die Lösung mehr oder weniger feststeht, zumindest die Art der Lösung, und wo dann nur noch die Detaillierung ausgearbeitet werden muss. Es gibt aber auch tatsächliche Problemstellungen, wo wir nur das Problem kennen. Das heißt, wir müssen erstmal mehrere Lösungen finden, aus denen nachher in Abstimmung mit dem Kunden eine auszuwählen ist, vielleicht auch mal zwei, und dann Lösungen in einem Konzept ausgearbeitet werden müssen, bis man stückweise hier zu einer Detaillierung kommt. Wie schwierig ist da auch wie schwierig sind diese Prozesse mit dem Kunden, diese Abstimmung? Das stelle ich mir doch relativ schwierig vor oder nervenaufreibend. Nervenaufreibend kann es natürlich immer sein. Das hängt aber ganz davon ab, mit welchen Personen man zusammenarbeitet und wie routiniert die Personen sind und wie gut die Zusammenarbeit schon eingeschliffen ist. Ja, wenn es Stammkunden sind, ist das eigentlich in der Regel eine gute Zusammenarbeit, die auch sehr gut funktioniert und wirklich Spaß macht. Ist das auch etwas, was Sie sagen würden, es reicht nicht allein gute Ideen zu haben, sondern muss sozusagen auch das Umfeld muss auch stimmen? Also, ja. Oder auch solche Eigenschaften, dass man quasi den Kunden bei der Stange hält, dass man weiß, wie man mit dem Kunden umgeht. Was ist wichtiger, die Ideen? Es ist beides wichtig. Es ist beides wichtig. Ohne Idee geht natürlich gar nichts, das ist klar. Aber selbst mit der Idee kommt man auch nicht weiter. Es ist wirklich beides grundwichtig, um zu einer Lösung zu kommen. Herr Schmid, wie wichtig ist bei Ihnen das Umfeld? Ausgesprochen wichtig. Also wir achten von den Räumlichkeiten, von der Architektur bis hin zur Farbgebung. Das sind also mal die äußeren Umstände. Aber wir haben auch ausschließlich Kundenverbindungen, die partnerschaftlich und manchmal oft auch freundschaftlich sind. Also anders können wir nicht arbeiten. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Kunden unsere Fehler verzeihen, weil wir machen laufend Fehler, weil wir Grenzgänger sind. Wir sind Grenzgänger und das bedeutet, wir bewegen uns am Rande des Abgrundes und gelegentlich auch mal etwas zu weit am Abgrund ran. Und dann gibt es eben einen Absturz. Und wenn da die Kunden uns ganz hart und straff anfassen, dann sind wir einfach auch die Falschen. Nicht nur gute Ideen allein sind das Wichtige für den Erfolg, sondern auch Fehler zu machen, wie der Herr Schmid eben gesagt hat und wie der Herr Weiß gesagt hat, das Umfeld muss auch stimmen. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Sendung hier von der MoTeC 2010. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank.